Ja, jetzt sind wir beim Thomas im Keller. Hallo. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere jetzt, der Blog ist schon eine Weile her, wie die Filteranlage damals ausgesehen hat. Wir haben hier 6 Fässer, 2 Filterkreisläufe, also ein redundantes System. Das war damals so aufgebaut. In jedes System kommt Bodenabläufe, Skimmer an. Und wir haben hier in der Mitte einen Bürstenkranz mit 8 Bürsten, also außenrum. Und da konnte das Wasser relativ schnell rein. Hat also keine hohe Standzeit gehabt und auch keine wirklich hohe Filterleistung. Dann hatten wir hier im Anschluss bewegtes Filtermaterial und wir hatten Ozon und wir hatten Säure. In Summe alles das, was ich eigentlich alles gar nicht so arg mag. Und was sich aber auch in einer wirklich nicht ganz so guten Wasserqualität niedergeschlagen hat, das Wasser hatte so einen milchig trüben Einschlag. Genau das Wasser, wo man weiß, darin fühlen sich Koi nicht wirklich wohl. Und die Koi altern darin auch in der Regel relativ schnell. So, jetzt hat sich Thomas Michael Rupp hierher geholt und hat gesagt, bau mir irgendwas, wir können hier kein Produkt von dir von der Stange nehmen, sondern wir brauchen irgendeine Maßanfertigung. Zeige ich euch gleich, Michael Rupp hat jetzt hier 6 Bürstenreihen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bürsten jeweils, also 3 mal 8 sind 24 mal 4, das hat sich natürlich jetzt von der mechanischen Filtration deutlich verbessert. Danach fließt es in die Biologie und von der Biologie aus wird es mit 4 Pumpen zurück in den Teich befördert und da das aber auch zur Folge hat, dass hier in den grünen Behältern, in den Biologiebehältern, wo das Filtermaterial jetzt statisch eingebracht wurde und nicht mehr beweglich, also kein Fließbettfilter mehr, alles zur Folge, dass man natürlich den oberen Teil des Filtermaterials im Prinzip hätte nicht nutzen können. Was hat Thomas dann gemacht im Nachgang? Er hat in seinen Pumpen, in alle 4 Pumpen, hat er einen Bypass eingebaut und dieser Bypass fördert jetzt eine geringe Menge, ich sage mal, sind vielleicht 3.000, 4.000 Liter Wasser pro Stunde, was dann in den oberen, 20, 30 Zentimeter von der Filtermaterialschüttung drüber läuft. Oben schöne Verrieslerplatten von Genesis rein, noch schön mit so Genesis, die sind normalerweise auf den Bodenabläufen, so Edelstahlplatten sehen Sie hier, beschwert, dass die Platte schön unten bleibt, dass das Filtermaterial runtergedrückt wird. Und was sagt Thomas heute? Ich bin froh, dass ich den Umbau gemacht habe, mein Wasser ist ein ganz anderes. Das Wasser haben Sie heute auch gesehen, klar, bei 16 Grad und nicht bei 24 Grad. Aber ich bin mir sicher, auf den 45.000 Liter Teich ist das jetzt ein Setup, mit dem man vernünftig fahren kann. So, wir sind wie gesagt im Keller. Thomas muss auch sein Abwasser nach oben pumpen. Das ist hier, wo er wohnt, ist das Pflicht von der Stadt, von der Gemeinde. Und er hat hier, kann ich ganz kurz zeigen, er hat jetzt Filter geputzt und hat telefoniert, gemacht, getan, hat es nicht gemerkt. Und dann hat plötzlich, ist er 20 cm im Wasser gestanden. Und jetzt hat er sich eine Überwachungsanlage eingebaut, so, dass wenn die Anlage das Wasser nicht wegfördert und über einen gewissen Maximalwasserstand ansteigt, dass es dann Alarm gibt und er weiß, hups, da muss irgendwas passieren. Also, hier haben wir die Steigleitung, hier hinten, das ist die Steigleitung, die nach oben geht, die verhindert, dass der ganze Teich hier nach unten kommt. Hier angeschlossen dann die über 200er Rohrleitung oder 150er, das sehe ich immer schlecht, aber das ist 200. Jeweils eine 200er Leitung auf den mechanischen Filter. Ich zeige jetzt mal hier. Da sieht man, das Wasser kommt hier hinten an, muss dann hier außen vorbei. Und um in den Ausgang, ja, da sieht man ihn nicht. Ich glaube, da drüben sieht man ihn. Hier in der Mitte zwischen den Japanmatten. Ja, hier unten sehen Sie es wahrscheinlich leuchten irgendwo. Damit das Wasser zur Biologie weiterkommt, muss es erst durch die Bürsten, dann durch die Japanmatten, dann hier durch die UV-Lampe und dann kommt es hier in die Biologie. Aber das Wasser, wie gesagt, steht in der Biologie nur etwa bis hier. Der Filterbehälter ist aber bis hier mit Helix-Filtermaterial gefüllt. Und dann ist Thomas einfach hergegangen, hat hier einen Bypass eingebaut, um hier einen kleinen Teilstrom als Rieselwasser über die obere Schüttung des Filtermaterials zu schicken und ansonsten pumpen die 4 Pumpen direkt zurück in den Teich. Hier ist der Wärmetauscher, genau, beziehungsweise die 2 Wärmetauscher und dann geht es zurück. Also, ich glaube, da hat sich einiges verändert und das Schöne an dieser Veränderung ist tatsächlich, dass man es jetzt schon an der Wasserqualität sieht. Das Wasser sieht sehr viel organischer aus, sehr viel biologischer. Und ich habe es auch gesagt und gezeigt, als ich den Block zum Teich gemacht habe, es riecht einfach gut. Und dieser Geruch, das ist was, der kann einen nicht groß fehlleiden. Auch hier, wenn ich jetzt unten im Keller bin und 16 Grad,
ist jetzt kein warmes Wasser, auch kein wirklich kaltes. Wenn Sie hier so viel Wasser jede Stunde verrieseln, wenn da jetzt irgendwie nitritmäßig was nicht in Ordnung wäre oder irgendwelche anaeroben Prozesse im Filter am Laufen wären, da würden Sie in so einen Kellerraum kommen, das würde gottsmillionisch stinken. Also das riechen Sie dann wirklich, das gibt so einen richtig fäkalen Geruch. Den hat man hier gar nicht, hier riecht es genauso lecker und angenehm, wie es oben am Teich tut. Also, man hat gesehen, mit einer kleinen Umbaumaßnahme, mit ein bisschen Engineering von Genesis, mit diesen Bürsteneinsätzen, kann man auch so eine Anlage, die seither nicht wirklich funktional war und nicht das ganz optimale Quellwasser produziert hat, kann man hier einiges erreichen. Und, auch das ist wichtig, wie so oft im Leben, man muss auch mal auf was verzichten, auf das man irgendwann mal geschwört hat. Und in dem Fall war es eine Säurezudosierung plus das Ozon, was heute abgeschaltet ist und womit man besser fährt. Und da muss man wirklich sagen, was die ganze Zusatztechnik angeht, ist im Koi-Hobby tatsächlich weniger, oftmals mehr. Nur wenn es um die Biologie geht, da kann ich Ihnen sagen, da ist mehr in der Regel besser und da ist die Grenze irgendwo bei 10% des Anlagenvolumens, wenn man noch von einigermaßen normal bis gut besetzten Teichen spricht. Und da braucht man tatsächlich nur dann mehr, wenn man da deutlich drüber hinausgehen würde. Also, Thomas hat weiter an seiner Anlage getüftelt, gebastelt mit sehr großem Erfolg. Er ist sehr zufrieden. Die Idee mit dem Rieselfilter, mit dem Bypass, kam von ihm. Michael Rupp fand es toll. Und am allertollsten finden das die Koi, da bin ich mir sicher. Weil sie glauben gar nicht, sie können jetzt sagen, okay, das sind nur 3.000, 4.000 Liter, aber dann haben wir, sagen wir mal, 4 mal 4.000 Liter sind 16.000 Liter. Das heißt, wir haben ein Drittel vom Teichvolumen einmal in der Stunde über einen Rieselfilter gejagt. Und wenn man jetzt die Gesamthöhe sieht, dann sind das auch aufaddiert 1 Meter, 4 mal 30 Zentimeter, 1,20 Meter sogar. Also der Effekt wird sicherlich nicht gering sein, der hier stattfindet. Und in Summe, wenn die Anlage dann mal hundertprozentig nach einer weiteren Saison eingefahren ist, dann wird Thomas noch glücklicher sein mit der Anlage und ich finde es gut. Also, vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog und passen Sie auf Ihre Koi auf.